Die Fortsetzung von Hunter x Hunter ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit in dem Fandom. Wir alle warten auf diesen einen Tag, der uns den Manga bzw. vielleicht auch den Anime zurückgibt. Darum heute der zweite Teil der Videoreihe. Geht Hunter x Hunter 2020 weiter? Falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, dann checkt ihn auf jeden Fall aus. Dort habe ich darüber geredet, warum Hunter x Hunter in diesem Jahr wahrscheinlich nicht kommen wird. Und wenn ihr gerade neu auf meinen Kanal gestoßen seid, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das würde mich persönlich sehr motivieren, weiter Hunter x Hunter Videos für euch zu machen. Genug gelabert für heute, lass uns jetzt anfangen mit den drei Gründen, warum Hunter x Hunter dieses Jahr sein Comeback feiern wird. Der erste Grund lautet, dass Togashi selber einmal schon erwähnt hat, dass er die nächsten 9 Kapitel schon im Voraus gezeichnet hat. Das heißt, er könnte theoretisch diese Kapitel schon releasen. Warum er das nicht tut, ist uns wirklich nicht bekannt. Jedoch ist das ein cooles Gefühl, dass wir wissen, es könnte theoretisch jeden Moment weitergehen. Eine sehr, sehr große verbreitete Theorie bzw. Wunsch ist, dass Togashi im Hinterhalt schon sehr, sehr viele Kapitel gezeichnet hat, um sie dann ab einem Moment, wenn er wieder sein Comeback feiert, ohne einen einzigen Hiatus in der Shonen Jump zu veröffentlichen. Dieser Wunsch wäre unglaublich nice, da wir dann endlich wieder Hunter x Hunter wöchentlich hätten und das würde für jeden Hunter x Hunter Fan einfach nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Der zweite Grund, warum Hunter x Hunter dieses Jahr sein Comeback feiern könnte, ist, dass Togashi seit 1,5 Jahren kein einziges Kapitel mehr gebracht hat. Seit September 2018 und ich glaube, er hat selber Druck oder hat ein schlechtes Gewissen und er hatte bis jetzt noch nie so eine lange Pause. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich selber sage immer, es könnte jeden Moment die Zeit dafür sein. Insbesondere darum, weil Togashi schon 9 Kapitel vor 2 Jahren vorgezeichnet hat. Und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr großes Indiz dafür sein, dass wir in der näheren Zukunft vielleicht Hunter x Hunter bekommen könnten. Aber es gibt eine Sache, die uns immer noch im Weg steht und das könnt ihr natürlich in meinem anderen Video nochmal angucken, denn es gibt einen Virus, den ich hier nicht ansprechen möchte, aber der könnte auf jeden Fall verhindern, dass wir dieses Jahr Hunter x Hunter zurückbekommen könnten. Also checkt auf jeden Fall das andere Video ab, dort habe ich ein bisschen genauer darüber gesprochen, Link in der Videobeschreibung, aber trotzdem eine Sache mit den 9 Kapiteln, die wir schon haben, es könnte jeden Moment Zeit sein. Es könnte jeden Moment Zeit sein, Leute. Der letzte Grund, den ich hier nochmal ansprechen werde, ist auf den Anime gerichtet, denn wir haben 2021 das 10-jährige Jubiläum von Hunter x Hunter, dem 2011er Anime. Und das ist wirklich eine Sache, wo viele Leute hoffen, dass der Anime vielleicht zurückkehrt, denn wir haben ja auch Bleach, das nach dem 20-jährigen Jubiläum wieder einen Anime bekommen hat. Das ist der Wunsch, auf den jeder Hunter x Hunter Fan hinarbeitet und auch wenn es nicht die Anime-Adaption ist, es könnte immer noch einen Film geben, der über den Kampf Hisoka gegen Crollo handelt. Und darum auf jeden Fall gespannt sein darüber. Was aber eine Anime-Adaption betrifft, muss ich euch leider enttäuschen. Es wäre, auch wenn es beim 10. Jubiläum eigentlich sehr, sehr logisch wäre, wäre es eigentlich relativ unlogisch, da wir halt nicht viel Material vom Manga haben. Darum das Wichtigste, der Manga soll weitergehen. Über einen Film möchte ich nicht urteilen. Es könnte passieren, aber es könnte auch passieren, dass wir einfach nur neuen Merchandise bekommen oder auch überhaupt gar nichts. Also macht euch auf jeden Fall nicht allzu viele Motivationen. Ich würde sagen, das war's von diesem Video hier. Ich hoffe, ich habe euch einigermaßen aufgeklärt, ob der Hunter x Hunter Manga vielleicht dieses Jahr weitergehen könnte oder natürlich auch der Anime und checkt natürlich das andere Video aus. Dort werde ich euch ein bisschen mehr demotivieren, jedoch ist es trotzdem gut zu wissen. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Ein Like und ein Abo würden mich auf jeden Fall motivieren, weiterzumachen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Hunter x Hunter Video zu bringen. In alter Frische, hier auf diesem Kanal. Ciao.